so Glück werde ich hier nicht so erschreckt. Ich weiß noch, im Uhr so ein Einzel wurdest du hier mal erschreckt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Geist! Hier ist ein Geist. Muss ich ihn abschießen? War er nicht so ein Krach? Grüßt euch, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen... Wir trinken keinen Alkohol und wir wollen auch nicht Betrunkene vor die Kamera holen. Was ist hier los? Ach du heilige Scheiße! Ja, das Halloween-Grusel-Spuk-Update von Call of Duty ist jetzt draußen. Also schon seit ein paar Tagen, aber jetzt kam die Beta dazu und so weiter. Und da kam ich jetzt erst zum Zocken. Heute gucken wir da ein bisschen rein. Es soll ja ziemlich gut sein. Und da hat man jetzt gemerkt, dass auch mal was für ein Update gemacht wurde. Und das finde ich erstaunlich stark. Wenn wir uns jetzt täglich anmelden, kriegt man so wieder Anmeldeboni. Das gab es in der letzten Zeit öfters. Ja, ob das nur cooles Zeug ist, sei dahingestellt. Aber es ist irgendwie immer cool, wenn man sich anmeldet und irgendwas gratis bekommt. Wir haben neue Operator-Bundle passend zum Halloween-Event. Einmal Lilith. Das ist ja auch eine Diablo-Kooperation jetzt hier von COD und so. Deswegen können wir sie als Operator kaufen. Wir können Skeletor kaufen. Wer den noch kennt, schreibt mal in die Kommentare, woher Skeletor ist. Aber nicht googeln. Und Helsing irgendwas. Ja, Dalukart oder so. Keine Ahnung. Den kannst du auch kaufen, wenn du willst. Dann können wir im Multiplayer oder in Warzone Seelen sammeln, was irgendwie echt Spaß macht, so der Grind. Und können dann verschiedene Sachen freischalten, die wir dann gegen die Seelen wiederum eintauschen können. Und da gibt es ein paar coole Varianten von Sachen, wie zum Beispiel so eine Pistole, die man sich wirklich gönnen könnte. Und da habe ich echt Bock, ein bisschen ran zu grinden, weil irgendwie macht sowas dann echt immer Spaß. Aber ich will nicht lang schnacken. Wir gehen mal ins Game rein, denn ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt aussieht, wie sie Halloween gestaltet haben, ob es wieder irgendwelche Sachen gibt, die besonders cool gemacht wurden oder besonders wenig gemacht wurden. Wir werden es erleben. Wir haben einmal Spuk 24-7, was ist das? 6 vs 6 Moshpit-Karten mit Spielmodi auf El Asilo und Embassy. Und hinter mir ist noch Süßes oder Saures. Da muss man Abwurfzone halten, um Punkte und Schreckpakete zu verdienen. Jetzt mal ein Spuk 24-7 und was nehme ich denn dafür? Eine Waffe? Am besten gleich die ISO 9mm. Die ist nämlich neu. Ich bin hier bei Nacht, da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir irgendwie, naja, ihr wisst schon, so ein Nachtsichtgerät-Visier-Dings haben. Ich gucke mir jetzt erstmal die Multiplayer-Sachen an, die sind ja auch schön gemacht. Dann hüpfen wir aber nochmal ins Event rein von Warzone, also wir gucken uns halt beides an. Alles, was hier mit Spuk zu tun hat, sozusagen. Okay, Abschluss bestätigt auf Embassy. Titelbild haben sie nicht direkt angepasst, schade. Oh, sieht geil aus. Richtig düster, bei Nacht. Blutspuren auf dem Boden und generell alles ein bisschen düster und gruselig und eklig. Alter, hier. Alter, wo zieht's denn das hier alles lang, Alter? Ach, genau. Und dann können wir hier noch die Seelen hier einsammeln, ne? Was irgendwie auch Laune macht, muss ich sagen. Ui. Wie du direkt merkst, dass das Movement, wenn du die Beta vorher gespielt hast, gerade von MP3, wie schlecht das Movement eigentlich war, ne? Das ist schon nicht mehr feierlich. Stimmung ist auf jeden Fall da hier, das kann man schon mal sagen. Hat wirklich so einen Grusel-Flair. Ich will die Seelen, gib mir die Seelen. Zack. Der Stuff ist jetzt nicht so geil, der da drin ist, muss ich sagen, den man durch die Seelen freispielen kann. Aber dennoch, dieses Sammeln, das ist, macht schon Laune. Warte, was kommt denn hier alles? Und die Abschussbestätigtmarken sind auch kleine Totenköpfis. Oder? Ja, cool. Guten Tag. Nehme ich mit. Nee, muss ich aber wirklich sagen, gerade optisch so haben sie schon ganz cool gemacht, ne? Sieht schon echt Halloween-geistermäßig, horrormäßig aus. Das Movement, Alter, das... Ja, Schildboy, da bist du wieder, ja? Bist du stolz auf dich? Nehme ich gleich deine Seelen. Du alter Hühnerschrecker. Ich sammle hier alles ein, Alter. Der hat keine Seelen gehabt. Flexer ist im Sammelwahn. Sammelwahni Salami. Schildboy, schon wieder mitgenommen. Das tut gut. Das macht Spaß, das bringt Glück. Ich bin froh, wenn ich das Visier gewechselt habe. Ich sehe hier gar nichts, Alter. Das ist aber wirklich echt düster, ne? Seht ihr überhaupt was auf YouTube gerade? Ich könnte ja den Bildschirm heller machen, aber da geht das Flair halt verloren, ne? Den wollen wir ja beibehalten. Okay, insgesamt haben wir jetzt 40 Seelen schon. Geil, einfach mit Zombies in Spaceland Skin. Wer hat Zombies in Spaceland gespielt? Schreibt mal in die Kommentare. Der ist ja richtig geil angelehnt gerade auf Zombie-Modus. So, ich mache jetzt nochmal Spuk, denn ich möchte ja auch noch die andere Map spielen. Mal gucken, was sie da gemacht haben. Besoffen oder was? Früh am Morgen schon blau, die Jugend von heute. Rein da oder raus da. Mensch, Darren! Guck mal, hier auch schon ein bisschen mit Graffiti. Ist nicht ganz so düster hier, ne? Hier ist eher so Halloween-mäßig. Ach, guck mal, da oben. Ha! Wer ist näher, Alter? Wer ist näher? Hier haben sie so ein bisschen Halloween-mäßig eher geschmückt, ne? Trick or treat und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ja, da kann ich mein Visier ja eigentlich ausnehmen, ne? Das ist eher so alles ein bisschen hübscher geschminkt und ist nicht ganz so düster. Guck mal, hier so ein bisschen totenkopfmäßig am Start. Das ist ja richtig schön. Hier so ein bisschen gedüngt. Hier ein bisschen gedeckt. Mensch, ich wollte mir das angucken, ja! Guck mal, hier so. Ach, krass, ne? Halloween kommt ja, glaube ich, sogar aus Mexiko. Hat da seinen Ursprung zumindest, ne? Der Abschluss bestätigt mit Totenkopfmagen. Das finde ich ganz süß eigentlich. Haben sich ein bisschen Mühe gegeben, kann man sagen.
Ne, Bessie war so ein bisschen alles düster und wirklich so auf Horror getrimmt und hier ist einfach Halloween-mäßig geschmückt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist das erste Update, wo ich sage, da steckt ein bisschen Mühe mit drin, muss ich mal ehrlich sagen. Sind denn die alle? Die Minimap gibt ja wieder keinen Sinn mehr. Wir sind ja wieder bei MW2. Zack. No! Hä, warum habe ich jetzt ein Schild? Hä, warum habe ich jetzt eine Die-Waffe? Ich habe doch gar nicht meine Ausrüstung geändert. Das ist gar nicht mein... Hä? Dankeschön, jetzt habe ich wieder mein richtiges Loadout. Alter, der war auch richtig hier schon wieder bei MW2. Na, da hinten liegt der Koch, ich habe ihn gesehen. Was ist denn hier? Da flattert Hemd oder was? Das kommt doch mal vor, dankeschön. Das Rumgewiesel da immer von den Leuten. Mal oben gucken, was hier abgeht. Das ist doch, dass einer seinen Jens rausholt. Süßer, saures lasse ich jetzt mal weg. Das sind auch wieder bloß kleine Maps, wo wir Gegenstände halten müssen. Also das ist jetzt nicht so besonders. So, jetzt gehen wir nochmal eine Runde rein in Almasra. Almasra bei Nacht. Ach, guck mal, das ist der gruselige Skin. Oh, ne. Ja, Almasra bei Nacht, das haben sie halt auch umgeändert. Leider kann man das immer nur im Vierer spielen. Verstehe ich auch nicht, warum es die Events dann immer nur im Vierer gibt. Wäre schade. Und wir haben jetzt hier auf der Karte auch hier Monster und so, die wir uns angucken können. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Wo wollen sie denn überhaupt hin? Die wollen hier, alles klar, zur Festung. Vielleicht können wir uns dann auch mal so ein Monster angucken und gegen das kämpfen. Da wird natürlich der Affe los sein, ne? Der Teufel wird dort los sein, nicht der Affe. Ja. Kollege Portillo ist schon drin. Grüße! Stark, natürlich haben wir die ISO 9mm. Die müssen wir ja auch ein bisschen spielen, die ist ja auch noch neu. 20 Seelen kann ich hier sammeln, sehe ich gerade, okay. Gibt es hier auch irgendwo mal eine Kiste, wo man irgendwie mal Panzerung sich holen kann? Das wäre total cool von euch. Es schwebt ein Geist! Hier ist ein Geist! Muss ich ihn abschießen? Oh, droppt auch Seelen. Muss ich auf einmal Slimer an, ne? Okay, Festung eingenommen, haben wir das nochmal gemacht. Okay, ich bleibe jetzt erstmal hier und spiele mit den Jungs die Runde hier mal normal zu Ende. Ich gucke mir nachher aber auf jeden Fall noch so einen Boss an hier. Die wollen die Runde ordentlich zu Rennen spielen. Deswegen tue ich jetzt mal den Gefallen, renne hier nicht einfach weg und gucke mir das an. Sonst das mache ich in der nächsten Runde nochmal und jetzt spielen wir die mal ordentlich zu Ende. Setz dich, du Spaten! Setz dich, du Spaten! Mann, das hat aber gedauert, du. War er nicht so ein Krach? Sauber. So, ich gehe jetzt nochmal eine Runde rein. Ich will mir ja noch die Bosse angucken. So, schauen wir mal, ne? Da wäre ja praktisch hier das erste sinnvolle Ziel. Was ist denn das hier für einer? Doch schlechter. Ich fliege zu dem Boss. Ich warte mal eine Knifte, bevor ich mich dem Monster nähere, Alter. Ach, zum Glück werde ich hier nicht so erschreckt. Ich weiß noch, im Warzone 1, da wurdest du hier immer erschreckt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich sag's gerade noch. Ich sag's gerade noch! Okay, gehen wir mal hin. Das war ganz kurz jetzt ein Herzkasper, ich sag's euch. Ah, hier sind noch so Zombies oder was? Was ist das hier? Schreie. Die werfen mit ihrer Scheiße. Nee, nicht schießen, ich will doch gucken. Das Event ist doch schon längst vorbei, bis ich da bin, Alter. Der Boss ist zwar noch nicht mal gespawnt, aber wenn der spawnt, dann ist er bestimmt schnell down. Wenn hier sämtliche Leute am Start sind, die da draufballern. Ich will mitmachen! Lass uns gegenseitig einfach mal zusammen draufballern. Hier, ich nehme einfach die Karre. Weggucken. Kiste. Jetzt habe ich immer Schiss. Ja, ja, diesmal könntest du mich nicht verarschen, Alter. Diesmal nicht. Der fährt aber schwer fertig, meiner. Das ist ja der Wahnsinn. Brauch ich ja ewig, Alter, bis nothing hem. Was denn jetzt? Hallo? Jetzt komme ich hier rein. Was ist denn jetzt los? Oh, Haufen Zombies. Wo ist jetzt hier der Boss? Ach, doch schlechter. Da ist er doch. Da ist er! Hä? Hat mich jetzt der andere abgeballert? Warum ballerst du mich ab, Junge? Wir hätten das doch zusammen machen können, Mensch. Was ist da nur einfach nur los? Hä, hey, was ist denn jetzt? Was ist denn schon wieder jetzt los hier? Alter, 11 Monate ist das Spiel alt! Oh. Kann ich jetzt? Bin ich schon wieder hier? Ach, ne, komm. Alles klar, wir haben das Monster gesehen. Das muss reichen. Ciao. Danke, Lieben, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Für euch ein Däumchen, für mich ein Träumchen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bleibt gesund, benehmt euch und haut rein!